Die dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Ein einziges Jahr mehr dritte Liga soll es für den MSV Duisburg bitteschön nicht werden. Und deshalb war ein Sieg zum Auftakt gegen die SG Sonnenhof Groß-Asbach gerade bei denen da oben natürlich fest eingeplant. Doch die Gäste, die waren nicht gekommen, um die Punkte einfach nur abzuliefern. Früh am Stören, lauernd und Nadelstiche setzend. Vierte Minute, Ballverlust im Mittelfeld und dann geht's schnell. Und das ist Boel und der schaut, der fackelt nicht lang. Und dann küsst der Ball noch die Querlatte. Ein erstes Ausrufezeichen und ein Warnzeichen an den MSV Duisburg. Ein Selbstläufer wird das nicht. Zapel zufrieden zum Auftakt und der MSV Duisburg erbrauchte gut und gern 15, 20 Minuten. Dann aber ging's los. Guter Ball raus auf die linke Seite. Das ist der Kapitän, das ist Moritz Stoppelkamp. Der Ball in die Mitte und da ist Vermeij, der Holländer. Eine Kante als Mittelstürmer, der da steht, wo er stehen muss. Das 1:0 für den MSV Duisburg. Der Zug im Plan. Thorsten Lieberknecht skeptisch, weil seine Mannschaft Chancen liegen ließ. Und weil seine Mannschaft Fehler machte. 43. Minute, Ballverlust, erneut in der Vorwärtsbewegung. Ball ins Zentrum, wieder Boel. Und diesmal lässt er sich diese Chance nicht nehmen. Der Ausgleich zu dem Zeitpunkt sicherlich überraschend, aber klasse gemacht vom Franzosen. Das Halbzeitergebnis und die ließen sich die gute Laune nicht nehmen. Sie waren guter Hoffnung und sie wurden von ihrer Mannschaft nicht enttäuscht. 54. Minute. Bitter ist das mit einem klasse Antritt, mit einem klasse Pass. Und das ist Stoppelkamp und wie er den macht, ist einfach nur überragend. Der Pass schon klasse, die Mitnahme ebenfalls und dann der Lupfer. Nicht zu halten für Maximilian Reule. Die erneute Führung für den MSV Duisburg. Nur 120 Sekunden später. Die SG Sonnenhof Groß-Asbach wollte antworten. Und sie bekam eine Antwort. Vermeij, der kann auch vorbereiten. Vermeij, Stoppelkampf, der Doppelpack. 3:1, 56. Spielminute. Überragend rausgespielt. Vorbereitet von Vermeij und dann veredelt, abgeschlossen von Moritz Doppelpack Stoppelkamp. Und sie hatten immer noch nicht genug. Wieder nur 5 Minuten später, 60. Spielminute, der Pass in den Lauf von Krempicki. Krempicki rein in den 16er, vorbei an Reule und die Entscheidung. 4:1, der Keeper der SG Sonnenhof Groß-Asbach richtig bedient. Und das i-Tüpfelchen, das Ende auf diese Partie. Die Stimmen zum Spiel. Absteiger Nummer 1 lese ich jeden Tag im Internet. Sowas motiviert mich einfach nur noch. Wir haben es letztes Jahr am letzten Spieltag geschafft. Da sind andere Mannschaften abgestiegen mit größeren Namen. Und wo uns immer kleinreden. Von dem her, kein Problem, wir schaffen es dieses Jahr auch wieder. Jeder Fan, der heute im Stadion war, hat sich eindeutig bekannt. Das war uns bewusst und wir wollen einfach was zurückgeben für das entgegengebrachte Vertrauen. Und ich denke, heute haben wir den Grundstein gelegt. Und da müssen wir weiter dran ansetzen. Tja, was willst du da sagen? 4:1 gegen die SG Sonnenhof Groß-Asbach. Die Mission Wiederaufstieg hat begonnen.